Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Profil. Ich darf heute Joachim Hügel bei mir begrüßen. Er ist Mitarbeiter der von Bodelschwingschen Stiftungen und Leiter der Werkstatt am Meierteich in Bielefeld. Hallo, Herr Hügel. Hallo, Herr Pape. Herr Hügel, die Werkstatt am Meierteich hat einen besonderen Stellenwert, weil sie nicht wirklich zum üblichen, ja, ich sag mal, Areal oder Gelände gehört, wo Bethel normalerweise vertreten ist. Ist das richtig? Genau, Bethel hat vor 3 Jahren die ehemalige Galerie am Meierteich in der Hügelstraße gekauft. Dieses Gebäude ist ja komplett umgebaut und renoviert worden. Und wir sind dann mit Menschen mit Behinderungen vor 2 Jahren dort eingezogen. Es gibt inzwischen andere Werkstätten, die außerhalb des Geländes Bethel bzw. Gadderbaum liegen. Aber ja, es ist noch nicht so normal, dass Werkstätten außerhalb des Geländes einfach da sind. Ist nicht nur außerhalb von Bethel angesiedelt, sondern auch quasi mitten in der Stadt. Was hat das für besondere, ja, vielleicht Probleme oder halt Besonderheiten mit sich gebracht? Ja, die Werkstatt am Meierteich liegt in einem Wohngebiet, also ist ein Mischgebiet, aber gegenüber der Werkstatt befinden sich halt viele Wohnungen und entsprechend hatten wir natürlich auch erstmal Anfragen von den Bewohnern. Das sind ältere Leute in der Regel. Ja, mit welchen Klienten wir dort arbeiten bzw. eingezogen sind. Und ich musste doch im letzten Jahr viel Aufklärungsarbeit leisten. Wir haben die Nachbarinnen und Nachbarn vor einem Jahr eingeladen. Es waren auch auf Anhieb circa 30 Personen da und ja, haben in Gesprächen einfach Aufklärungsarbeit geleistet und das hat sich wirklich als positiv erwiesen und inzwischen haben wir wirklich sehr guten Kontakt zu den Nachbarinnen und Nachbarn und sind gut im Gespräch. Der Begriff Werkstatt klingt ja fast ein bisschen klein und niedlich, aber es ist schon ein etwas größeres Unternehmen, das Sie alle leiten. Was wird dort alles gemacht? Ja, von der Fläche sind es rund 3000 Quadratmeter und wir haben zurzeit 110 Menschen mit Behinderungen, die dort arbeiten. Wir arbeiten in der Industriemontage, das heißt, wir kriegen von Firmen in Bielefeld und Ostwestfalen Aufträge, Montage, Verpackungsaufträge, bauen Baugruppen zusammen und liefern die an die Firmen wieder aus zur Weiterverarbeitung. Zu den Firmen, man kann ja ruhig mal eine nennen, gehört, glaube ich, auch Miele, also durchaus große Unternehmen. Ja. Ist die Zusammenarbeit einfach oder müssen Sie da viel Überzeugungsarbeit leisten? Also es gibt schon viele Gespräche mit zum Beispiel Firma Miele. Wir arbeiten nach Qualitätsstandards, nach QM und QS. Wir sind auch zertifiziert. Entsprechend müssen wir auch in Audits einfach immer wieder darlegen, wie wir arbeiten, dass wir gut arbeiten und dass wir auch nach den Standards der Firma Miele zum Beispiel arbeiten. Also es ist so gesehen, wie man früher so schön sagte, keine Bastelbude mehr, keine Werktherapie, sondern es sind wirklich Terminaufträge. Es geht nach Qualität und die Ansprüche sind inzwischen sehr hoch. Ihre Mitarbeiter haben verschiedene Behinderungen. Welcher Natur sind diese Behinderungen? Ja, in der Werkstatt am Meierteich haben wir Beschäftigte, das ist der Begriff, den wir nehmen, mit dem Schwerpunkt Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und ja, und die psychischen Erkrankungen haben die ganze Spannbreite, beinhalten also alle Erkrankungen von Psychosen, Schizophrenie über Borderline, also alles, was es eigentlich so gibt. Und deswegen wahrscheinlich auch besorgte Anfragen von Bewohnern aus der Nachbarschaft, die vielleicht mit gewissen Vorbehalten gegenüber ja, Behinderten an sie herangetreten sind. Genau. Ja, ich denke, dieses Wort Psychiatrie oder psychisch kranke Menschen wird ja häufig in den Medien verwandt in Verbindung mit Verbrechen, mit Mord. Und ja, es wird häufig hochgekocht und ich kann die Vorbehalte oder die Ängste der Anwohner völlig verstehen und es ist ja auch in meinem Sinne, der Aufklärungsarbeit zu leisten.
Und natürlich kann man bestimmte Vorbehalte nicht sofort nehmen, aber ich denke, jeder kann einfach auch noch mal kommen und sich erkundigen, und ich stehe Rede und Antwort dazu. Mhm. Ihre Beschäftigten sind ja wahrscheinlich aufgrund ihrer Behinderung oder Erkrankung nicht immer so präsent, wie es normale Beschäftigte oder gesunde Beschäftigte wären. Wie sieht das aus? Haben Sie da höhere Ausfallzeiten von Beschäftigten? Ja, die Beschäftigten sind aufgrund ihrer Einschränkung eben nicht oder noch nicht für den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelbar. Und das ist ja auch der Ziel einer WFBM, die Menschen wieder zu vermitteln. Wobei die Chancen, kann sich jeder ausrechnen, nicht so rosig sind. Und ja, und aufgrund ihrer Erkrankung haben wir sehr viel Menschen, die mit Teilzeit arbeiten. Und natürlich krankheitsbedingt auch viele Krankschreibungen und Ausfälle. Aber damit arbeiten und leben wir seit Jahren und planen das einfach so in der Produktion ein. Welche Bedeutung hat diese Arbeit, dieser berufliche Wiedereinstieg, sage ich mal, für Ihre Beschäftigten? Es geht in erster Linie um Tagesstruktur, damit die Menschen nicht einfach zu Hause sitzen und strukturlos in den Tag hineinleben. Für viele ist es einfach wichtig, wieder diesen Kontakt zu haben. Arbeit hat halt einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Es geht aber auch um soziale Kontakte untereinander, die zu pflegen. Und wir haben immer so diesen dualen Auftrag. Wir haben einmal die Produktion, aber wir haben natürlich auch diesen Reha-Auftrag, Menschen zu begleiten in Entwicklungsgesprächen, die wir regelmäßig führen, und zu gucken, wo kann jemand wieder hinkommen, wo kann man fördern, so unter dem Stichpunkt lebenslanges Lernen. Auch wenn klar ist, dass Herr X, Frau Y nicht mehr auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelbar ist, so ist es doch wichtig, innerhalb dieser Werkstatt diese Struktur einfach anzubieten. Sie arbeiten schon seit, glaube ich, 25 oder über 25 Jahren für die Stiftung Bethel und stammen ursprünglich aus Niedersachsen. Was hat Sie denn nach Bielefeld verschlagen? Ja, ich bin in einem kleinen Dorf Freistadt aufgewachsen. Freistadt liegt im Kreis Diepholz, im Landkreis Diepholz, ist auch ein Teil von Bethel. Meine Eltern haben da gearbeitet, also bin ich in gewisser Weise schon etwas vorbelastet, habe da 22 Jahre gelebt, bin aufgewachsen. Habe dann in Dortmund Sozialpädagogik studiert. Habe vorher in Eckartsheim Zivildienst gemacht und ja, bin so über diesen Dreh dann nach Bielefeld und nach Bethel gekommen, weil es damals vor 25 Jahren einfach noch sehr viele Möglichkeiten gab, dort Stellen zu bekommen. Zu den Herausforderungen bei der Werkstatt am Meierteich gehört ja nicht nur einfach Ihr Beruf als Leiter, sondern das ganze Gebäude wurde ja, glaube ich, umstrukturiert. Es gab große Baumaßnahmen, auch in der näheren Umgebung. Das heißt, die Hügelstraße, die ist nicht nach Ihnen benannt, das ist jetzt reiner Zufall, die Werkstatt an der Hügelstraße, da wurde die Straße bzw. die Bürgersteige, die wurden ja barrierefrei gemacht. Gibt es dann eine entsprechende Zusammenarbeit mit der Stadt Bielefeld auch, mit dem Verantwortlichen? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Ja, natürlich haben wir mit der Stadt Bielefeld kooperiert, wobei das über die Kollegen vom Dienstleistungszentrum Bau und Technik mehr gegangen ist. Aber wir haben zum Beispiel in dem Gebäude selbst sehr viel Licht reinbringen müssen, also aufgrund von Dachkuppeln und Fenstern, die wir einfach zusätzlich eingesetzt haben, weil es war vorher ein sehr dunkles Gebäude, wo Menschen einfach nicht hätten arbeiten können. Also da haben wir schon einiges investiert auch. Und inzwischen ist es eine schöne Werkstatt, finde ich, mit viel Atmosphäre, was auch wichtig ist. Wir sind da inzwischen gut zufrieden. Ich glaube, es werden sogar schon Nebengebäude erworben bzw. mit eingebunden. Ja, es gibt das Nachbargebäude und da hat pro Werk jetzt die untere Etage angemietet, also ein großes Lager mit ca. 700 Palettenplätzen plus Büroräume.
Dort ist der Vertrieb Eigenproduktion von ProWerk eingezogen. Eigenprodukte sind Produkte, die in ProWerk selber hergestellt wurden oder werden und entwickelt wurden. Also sprich Holz, Textilien, Keramik, Kerzen, diese ganze Bandbreite. Der Vertrieb Eigenproduktion hatte bisher 5 Lagerstandorte und was einfach sehr schwierig zu handeln war. Das heißt, sie haben jetzt einen Lagerstandort und ab Oktober geht die heiße Zeit für die Kollegen und Kolleginnen im Vertrieb los, wo einfach sehr viele Bestellungen laufen. Das ganze Jahr überläuft natürlich viel, aber Weihnachten ist einfach die heiße Zeit, ja. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wir haben den ersten Schritt gerade aktuell gemacht, indem wir eine Kooperation mit der Eichendorf Grundschule eingegangen sind. Da ist die Schulleiterin an mich im Frühjahr herangetreten, weil die offene Ganztagsschule, OGS, keine Räumlichkeiten mehr für die Schülerinnen und Schüler nach dem Pausenende zur Verfügung stellen konnte. Ich habe gemerkt, dass wir in der Werkstatt am Meierteich einen von 2 Schulungsräumen nachmittags wenig nutzen und die Kantine im Grunde auch nachmittags nicht nutzen. Und dort sind jetzt 30 Kinder eingezogen, Viertklässler, und machen dort bzw. essen dort zu Mittag in unserer Kantine, machen dort Hausaufgaben und starten mit ihren Projekten. Und da sind wir gut im Gespräch, dass wir verschiedene Projekte auch mit unseren Menschen mit Behinderungen dann verwirklichen können. Und ich finde, das ist für beide Seiten wirklich eine ganz tolle Sache. Ich klinke mich jetzt auch in die Stadtteilkonferenz ein, die in Gellershagen stattfindet. Und damit wir da einfach nächstes Jahr auch aktiv werden beim Stadtteilfest. Und ich glaube, das wird eine ganz runde Sache, ja. Ich bin auch zuversichtlich und ich wünsche Ihnen für all diese Vorhaben viel Erfolg. Bedanke mich für Ihren Besuch bei Improfil und ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen und hoffe, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank. Tschüss.